Hey Leute, willkommen zurück mit einem kleinen kurzen Tutorial für euch und zwar erstmal frohe Ostern. Ja, ich hoffe, ihr genießt die Feiertage und deswegen zeige ich euch heute mal, wie ihr so Eierschalen erstellen könnt. So aufgebrochene Eierschalen. Und zwar machen wir uns erstmal das Ei. Das heißt, wir nehmen uns eine Kugel. Dann gehen wir mal auf Darstellungen, auf machen die Linien an, dann gehen wir mal auf Segmente, auf beispielsweise 100. Mache ich mal so pauschal, so ist ja eigentlich egal. So, jetzt dehnen wir uns das ein bisschen. Das heißt, wir gehen auf Koordinaten, gehen auf also DG, also Y-Achse und ziehen das ein bisschen hoch. Ich denke mal, so ist ein Ordnung 1, oder machen wir mal 1, 3, gucken wir mal, wie es aussieht. Okay, 1, 3. So, dann gehen wir auf unsere Deformer-Tools, gehen auf Stauchen. Stauchen packen wir unterhalb von der Kugel. Und beim Stauchen gehen wir einfach nur ganz fix auf Objekt und auf die Stärke, dass es ein bisschen eiförmig ist. Ich denke mal so auf 30 ist okay, dann. Ja, es klingt so, ist gut. Perfekt. So, als nächstes können wir uns das aber mal, damit wir ein Objekt haben, selektieren, rechte Maustaste, Objekte verbinden und löschen. Dann hat er halt ein Objekt und das ist unser Ei. Dann wählen wir uns erstmal, also die normale Zentralperspektive. Dann nehmen wir unser Werkzeug, Polygonwerkzeug und rechte Maustaste und Messer, Linienschnitt quasi. Und machen uns hier von der Position gehen in die Mitte quasi und machen uns hier einfach so Zickzack-Linien rein. Ist eigentlich egal. Ihr könnt euch einfach mal irgendwas aussuchen, was halt passen könnte. Was halt so aussieht, als ob ihr quasi gerade ein Ei aufgeschlachtet habt. Da gehen wir einmal so rum. So. Und gut, ist, ich pausiere das hier mal ganz kurz. So, und jetzt haben wir uns so Linien gezogen. Ich bin kein Meister in Ei aufmachen, deswegen sieht meistens meins immer so krumm und schief aus. Aber so in etwa. Ist eigentlich egal. Ich meine, umso ja, zickzackförmiger macht, umso besser sieht es natürlich aus. So, dann selektieren wir uns das alles. Also erstmal die obere Seite. Und zwar gehen auf Selektion. Und selektieren uns erstmal. Also quasi dann bloß einfacher. Sorry. Damit wir es einfacher selektieren können, wählen wir uns hier den oberen Punkt an vom Schnitt und selektieren wir uns einfach so per Hand erstmal unser Schnitt. Also oberhalb des Schnitts ist das, was wir gemacht haben. Selektieren wir das mal alles. So, deswegen ich pausiere das hier nochmal ganz kurz. So, und so soll es am Ende aussehen. Also das heißt erstmal nur der obere Rand als Selektion. Und ja, damit wir es einmal umrandet haben. So, und deswegen, weil jetzt ist relativ einfach, weil jetzt nehmen wir unser Ei, also unsere Seitenansicht, also rechte Maustaste, Quatsch, mittlere Maustaste, sorry. Dann kommen wir in die Perspektiven, dann nehmen wir uns rechts oder links, ist eigentlich egal. Dann gehen wir hier auf unser Selektionswerkzeug in dem Rechteck Selektion, halten Shift gedrückt und wählen einfach alle aus. Hier sicherstellen, weil nur sichtbare Elemente selektieren, das ausschalten, also kein Häkchen, weil ansonsten selektiert ihr nur die eine Seite. So, weil wenn wir uns das jetzt angucken, hat ja alle selektiert. So, weil es so schön ist, ja. Wollen wir das natürlich trennen. Und zwar dazu gehen wir rechte Maustaste, gehen auf, wo haben wir es? Auf abtrennen. So, jetzt hat er uns zwei gemacht, also einmal oben und
einmal quasi oben und unten das Wasser haben wollen. Das heißt, wenn wir beispielsweise unten ab, ausstellen, also quasi geht auf dieses rote Ding, dann haben wir hier das ganze Ei. Das Ei können wir hier diese Lektion na, mit löschen, also entfernen. Einfach löschen, weil wir jetzt den sehen können, haben wir einmal, ups, einmal so weit oben und einmal unten. Das können wir uns benennen jetzt. Und zwar nennen wir uns das mal unten und das andere oben. Oben. Na. Oben. So. Da das jetzt halt eine, jetzt gehen wir bei Live Selection Tool. Da das jetzt, wenn wir wegmachen, sehr spitz ist und nur quasi sehr flach ist, drücken wir erst der GZ, damit wir wieder auf Normal kommen. Und wählen unser oben an, gehen auf, also unser unten ist egal, unten erst, auf unser Polygon Selection Tool, drücken dann erst der GA, um alles auszuwählen, rechte Maustaste, extrudieren. Gehen auf Deckflächen und zwar, weil sonst, wenn wir das extrudieren, extrudiert ihr nur das nach außen, also ohne eine, irgendwas dahinter zu haben. Deswegen gehen wir hier auf Offset. 5 ist ein bisschen viel, könnte man ausprobieren. Für mich klappt 0,2, finde ich ganz nett. Dann wählen wir uns unten aus. Auch wieder STRGA. Rechnen wir aus, dass der extrudieren 0,2 neu transformieren. Und wenn wir das jetzt mal hier mal gucken, sehen wir, hat sich was getan. Jo, dann machen wir uns schon mal einen Boden. Also nicht so einen Boden, sondern ich mache es immer als Ebene, weil da kann man die auch sehen. Mache ich die ein bisschen weiter unten. Ich werde jetzt keine Texturen machen oder so, damit wir nicht so viel Zeit verschwenden und ich euch da nicht so lange aufhalte. Ich mache das nur ganz kurz. Machen wir ganz groß mal. Das oben ziehen wir hier mal hin. Drehen wir mal auf 90 Grad und drehen es mal so weg. Obwohl machen wir 180, sorry. 180, na. Okay, also 180. So. Und kippen wir das ein bisschen. So. Okay, naja, ist ja egal. So, ihr könnt es auch schön machen, wenn ihr wollt. So, aber worum es geht, also das Ei an sich haben wir jetzt erstellt. Jetzt will ich nur noch das halt ein bisschen füllen mit Ei oder quasi. Deswegen machen wir uns eine Kugel. Und zwar auf unser Werkzeug, gehen auf Kugel. Deswegen solltet ihr es eigentlich bewegen, damit es natürlich in der Mitte ist. Die Kugel machen wir uns ein bisschen kleiner. Ich glaube, erstmal so ist in Ordnung. Drücken wir C, dann rechte Maustaste, mit der Maustaste gehen wir in irgendeine Seitenansicht, das ist eigentlich wurscht. Gehen wir unser Selection Tool hier, gehen auf unser rechte Werkzeug und wählen uns mal ungefähr die Mitte aus. Ich glaube, so ist okay. Drücken Entfernen. Quatsch, das war blöd, nicht entfernen, sorry. Also einfach nur auswählen, weil wir wollen es ja nicht entfernen, wir wollen es nur platt drücken. Das heißt, wir gehen auf unser Werkzeug, Skalieren-Werkzeug. Ist schon ein bisschen spät, sorry. Und skalieren uns das ein bisschen kleiner. Ungefähr so. Ja, so dürfte okay sein. Gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, okay, vielleicht ein bisschen mehr. So, okay.
Dann wählen wir uns das Ei gelb aus. Das machen wir folgendermaßen. Wir gehen auf Selektion, gehen auf Ringselektion und drücken hier einfach mal auf den inneren Kreis. Dann drücken wir U und Y auf der Tastatur. Dann wählt ihr immer den nächsten Ring aus. Ungefähr so. Obwohl machen wir es. Okay, doch ein bisschen weniger. Also gut, ihr könnt es auch einfach auswählen, wenn ihr Shift gedrückt haltet und den zweiten Ring auswählt. Dann ziehen wir uns den ein bisschen mit unserem Skalierwerkzeug. Ein bisschen so. Und ziehen uns das dann mit unserem Live Selection Tool ein bisschen hoch. Ja, zu weit. Na gut, machen wir so. Dann gehen wir auf unser Subdivision Surface, packen die Kugel erstmal da rein. So, und das können wir nochmal ein bisschen bearbeiten. Und zwar drücken wir dann U und Y nochmal, damit wir halt das auch den Außenrand selektiert haben. Gehen dann auf Rechnermaustaste, auf Loop-Schnitt. Gehen auf unser Schnitt. Ja, okay, fein, egal. Können wir hier auf den Schnitt gehen. Und wählen uns. Okay, war ein bisschen viel. So mal so einen Rand aus. Ich glaube, das ist soweit okay. Hier auch noch. So. Jetzt wählen wir sie wieder. So einen Rand aus. Wir wollen es halt ein bisschen von der Art her, wollen wir das halt ein bisschen ja, haben, dass es ein bisschen vernünftig aussieht. Ich denke, soweit ist es eigentlich soweit in Ordnung, würde ich meinen. Okay. Ja, okay, reicht mir aus, dass ich schneide es nochmal ganz kurz. Und zwar Loop-Schnitt. Y und schneiden wir es mal hier. Ja, okay. Ja, okay, ist doch in Ordnung. Ja, gucken wir mal, wie es aussieht. So, wählen wir unsere Kugel an. Dann nehmen wir unsere Textur. So eine Eigelb-Textur heißt, wir gehen auf unser so ein bisschen gelblich, so ein bisschen hellbräunlich und packen das hier auf die Selektion rauf. Dann neue Textur, weiß. Fürs Eiweiß packen wir es auf die ganze Kugel rauf und packen dann unser Eigelb hinter das Weiße. So ungefähr. So, jetzt wollen wir natürlich die Kugel, weil das Eigelb oder Ei generell das Innere vom Ei ist natürlich ein bisschen hoch. Deswegen wir wählen unser normales Ei an, gehen auf unser Objektwerkzeug, gehen auf Skalieren. Und skalieren uns das einfach ein bisschen tiefer. Ich denke, so ist okay. Dann wollen wir das Ganze ein bisschen runterziehen. Glaube, so ist es. So ist es doch eigentlich ganz okay. Ja. So ist es so eigentlich fein. So, dann rendern wir mal ganz kurz, wie es aussieht. Ja, okay. Voilà. Oh, okay. Mist, da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Blöd. Gehen wir mal zurück. Und zwar, ihr könnt immer zurückgehen. Und zwar, indem ihr STRGZ drückt, haltet. So. Und da haben wir es nämlich. Da wählen wir
Kolosseum. Gut, ich denke, das dürfte passen. Naja, gut, wie auch sei. Also, ich will euch, wie gesagt, da nicht weiter aufhalten. Das war jetzt ein bisschen blöd passiert, aber ist ja egal. Also, ja, jetzt packen wir, wie gesagt, unser Text drauf. Also, das war es im Endeffekt mit dem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und ein Abo freuen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Mir haben jetzt einige Leute schon Tutorial-Vorschläge gemacht. Dem werde ich mich natürlich auch annehmen und euch zeitnah beliefern. Wann kann ich euch jetzt noch nicht genau sagen, aber es passiert. Ja. Und ja, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwas nicht verstanden habt oder was auch immer, dann lasst es mich auf jeden Fall nochmal wissen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen, hat euch weitergeholfen. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.